Sonst heißt es jetzt Hammerschläge in deren Gesichter. Verdammt. Ja, dann stolperst du, läufst nach hinten und fällst hin. Die Schlechter folgen dir erstmal zumindest vier. Du kannst dich noch kurz aufrappeln und dann heißt es Hammerschläge verteilen. Ich will ja nicht kaputt machen, die sollen mir helfen. Tja, falsche Reaktion. Jetzt gibt's auf die Fresse. Können wir uns gleich mal angucken, was da passiert? Was macht Jalan? Ich organisiere, also ich sortiere oben noch die Söldner, dass ich an jedem Geschütz einer ist und dass alle, ja, blinden Winkel, die Arche ist ja doch etwas seltsam konstruiert, abgedeckt sind. Und dann brülle ich Myria an: Myria, sieh zu, wo Ragnar mit den Fahnen bleibt! Tret ihn hierher, wenn's sein muss! Jawohl, rennt los. Ephadaios, unter dir spürst du, dass Fiona angegriffen wird und dass viele Aggressionen unten im Mannschaftsquartier gibt. Ich würde gerne ihr irgendwie helfen, indem ich Na, sie nichts stütze. leichter als das. Fleischform, beziehungsweise Holzform. Möchtest du vielleicht den Eingang verschließen? Oder was hast du vor? Warte, also ich zeig's mal kurz auf der Karte. Fiona steht hier. Hier Ja, sind vier und ja, hier sind die anderen vier. ja. Achso, hier sind sie, okay. Ja, sie kommen jetzt angelaufen. Also, du merkst die Aggression und du könntest sie zum Beispiel zerquetschen. Ja, schließen wir das hier schnell und hoffen, dass da keiner drin steht. Was möchte ich denn da für eine Probe von dir haben? Holzbearbeitung, Schiffszimmermann. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas mit Magieresistenz auf alle Fälle. Was hast du denn für Nachteile? Erzähl mir mal, was du für Nachteile hast. Ich hasse Söldner zum Beispiel. Oh, Oh. du Gott, ungünstig. Und es ist ja eigentlich nicht gerecht, was die machen. Ich habe Weißt ja du auch was? Gerechtigkeitswahn. Weißt du was? Wildnisleben. Oh, ist das geil. Wildnislebenprobe. Okay. Erschwert meine Erschwert Nachteile. um deinen Hass gegen Söldner? Ja, soll mir reichen. Okay. Ja, es kommt nicht nur die Plagenbringer, es kommen noch ein paar andere. Hast du so viel Witness? Okay, dann kannst du den Eingang nur verschließen. Ja, Fiona stürzt aus dem Mannschaftsquartier und du siehst, wie mit einem Rucken. Es erinnert dich fast, ja, an einen Muskel, der jetzt geschlossen wird. Ruckt das Tor hier zu und die Söldner prallen auf der inneren Seite gegen die hölzerne Wand. Verdammte! Man flucht vor sich hin und was auf Torwalsch und ja, dann laufe ich eben wieder nach oben zu Jalan. Ah, da seid ihr ja. Habt ihr die restlichen Söldner zusammengekratzt? Die revoltieren! Keine Ahnung, was mit denen los ist. Wie, die revoltieren? Warum revoltieren die? Die sollen doch nur die verdammte Pforte bewachen. Was weiß ich. Ritter Jagold, sammelt ihr die anderen ein? Wen andere? Wir haben den Rest. Nur noch die, die an der Tore zur Niederhölle stehen. Ja, die. Wie hieß die? Die von der Inquisition kann gerne da stehen bleiben. Den Rest hätte ich gern an Deck. Jawohl, Herr. Was wollte Ragnar tun? Die Fahnen bringen! Von Ja, Myria getreten werden! Dann kommt Ragnar jetzt mit Fahnen nach Nein, unten. ich will die Farm nicht bringen. Ich will Ephadaios fragen, was er gerade macht. Ja, Wir wollen. Ephadaios hat. Okay, dann hat Ephadaios jetzt die Homeria aktiviert und steht da mit dem Schwert in der Hand und richtet es nach oben in Richtung des Steuerbaums. Ephadaios, wir müssen hier weg. Wir müssen keine Humeria aktivieren oder wie auch immer die heißen. Wir müssen hier einfach nur weg. Wir werden dieses Schiff uns einverleiben. Wir müssen unser Schiff ausbessern, Da um seid ihr ja. Geschwindigkeit aufzunehmen. Wir müssen die Flaggen signalisieren. Jalan sagt, ich weiß nicht, was er sagt. Sie greift sich die schwere Kiste mit den Fahnen drin und lässt euch dann wieder stehen. Die Flaggen, die ihr Halt! braucht, hat jetzt Ragnar in der Hand. Das weiß ich aber nicht. Ragnar, der Angriff hat begonnen. Was für ein Angriff? Warum greifen wir die an? Wir müssen hier Markiere weg. dem anderen Schiff, dass wir an Bord kommen werden. Sie sollen sich dafür bereit machen. Willst du den angreifen? Wir müssen hier weg, Mann! Brindigian, auch du erfährst die Geheimnisse. 200 Meter lang. Sie lässt sich gar nicht mehr über die Spinnenbeine steuern, so schwer und fett ist sie geworden. Sie braucht Seeschlangen, die an sie gekettet sind. Drei Seeschlangen.
sie bewegt sich auf euch zu. Ja, ich schüchter ihr auf jeden Fall erstmal noch eine Weile den Paligan ein. Paligan, die KGI weiß alles, KGIA weiß alles über euch. Wir haben das Horn, das die Archen zerstört, in Valusa. Das werdet ihr nie kriegen. Damit werden wir euch zurück in den Aethraschien bringen. Ob ihr es wollt oder nicht. Es liegt immer noch in Valusa. Ganz richtig. Wenn wir euch nicht erwischen, tun es andere. Ja, und irgendwann rafft sich Brindigia los von der Schale und... Ephadarius, wir müssen weg. Das versuche ich ihm schon die ganze Zeit zu sagen, aber er hört nicht auf mich. Ja, ich werde dieses Schiff verschlingen. Ja, und dann kommt eine andere Arche, die unsere Arche verschlingt. Sie müssen hier abhauen. Jetzt sofort. Ephadarius, lass diese Schiffe da unten Schiffe sein. Das können wir, die können wir immer noch erwischen. Aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir unserer eigenen Wiedergeburt entgehen. Steuerfrauen, was sagt ihr? Wie lange brauchen wir, um dieses Schiff zu fressen? Warum hast du eigentlich mein Schwert in der Hand? Du warst ein bisschen doppelt neben der Spur. Das ist nicht dein Schwert. Es gehört der Herzogin. Wie auch immer, du darfst es nicht anfassen. Und Tisha sucht mal nach dem Tuch, falls das irgendwo da rumliegt und... Das liegt da rum. Ja, dann würde ich mir das schnappen und versuchen, mit dem Tuch wieder Ephadarius das Schwert wegzunehmen. Ja, du wirst dann sehen, dass das irgendwie die Parierstange an meinem Arm festhängt. Ja, also das siehst du ja, wenn er es nicht verbirgt, sein Handgelenk. Und wenn du ihm das Schwert klauen willst, das ist jetzt eine Raufenprobe, beziehungsweise Ring. Mit Taschendiebstahl? Du kannst das auch mit Taschendiebstahl versuchen. Ah, würde ich dir also raufen geht. Ihr seid in Überzahl, also Ragnar wäre dann mit Taschendiebstahl von der falschen Seite, wäre das eine Erleichterung von einem Punkt jeweils auf Raufen oder auf Taschendiebstahl. Und der Ephadarius, du dürftest parieren, Erschwernis von 1. Kann ich irgendwie mit so einem Angriff wie mit dem Holz im Unterdeck parieren? Und ich weiß nicht, welche Seite, Takelage oder so? Du überlegst und das, du müsstest dich natürlich jetzt konzentrieren und du kennst das Schiff noch nicht, das geht bestimmt. Und ja, du willst gerade diesen Befehl sprechen, abrufen, denn so Kommunikation mit der Arche aufbauen ist schon ziemlich komplex. Da kannst du schon bemerken, dass Ragnar dir von hinten das Schwert aus der Hand gerissen hat, beziehungsweise mit einem kleinen Fingertrick ist sich dann sogar... Ragnar, mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Nichts lieber als das. Ist nur 14. Nur die Doppel-1. Alter, was? Ja, alles klar. Ragnar hat sich nicht nur dein Schwert geklaut, sondern erst mit einer blitzschnellen Reaktion Brindigian, die das Tuch aus der Hand gerissen, dir dann das Schwert mit Parierstange aus der Hand genommen und eingeschlagen. Ja, dann hast du Verbindung viel zu spät mit der Arche aufgenommen und ja, jetzt weißt du ungefähr, wo diese Peitschen und sowas wären und du könntest vielleicht auch dieses Oberdeck jetzt Fleischform beziehungsweise Holzform, aber jetzt ist es zu spät. Ja, mit einem gekonnten Seitensprung würde er dann das Schwert die Vorderspitze wieder enthüllen und auf die böse Zwillingsschwester halten. Da müsstest du noch ein ganzes Stockwerk nach oben rennen. Achso, wir sind gerade auf so einem Zwischenstockwerk. Ja genau, ihr seid hier und du müsstest nochmal nach oben. Alles klar. Und jetzt befehle ich dir, Schiff. Wir hauen hier jetzt ab. Hart Backbord. Schlag uns das Schwert in die Brust oder... Ja, tu es. Benutzt das Schwert. Wenn ihr den Befehlen gehorcht. Keine weitere Reaktion? Keine weitere Reaktion. Alles klar. Benutzt das Schwert. Man schaut immer noch so ein bisschen Kopfschütteln auf Ephadarius und rennt dann nach oben. Ja, Ephadarius, du sagst ja, wenn ich wieder da bin, ne? Ephadarius fällt auf seine Knie und seine Hände zittern. Mein Dijon, pass auf das Schwert auf. Pass auf das Schwert auf. Du Idiot, Ephadarius, was soll's das denn?
Und dann, ohne Antwort abzuwarten, läuft Brindigian Ragnar nach oben. Ragnar, willst du Yamsh Aquam in die Flanke von Xylester hauen? Wäre eigentlich eine Option, ja. Aber irgendwie müssen wir hier auch wegkommen. Er sticht sie nicht, ruft Brindigian schon die Treppe hoch. Ragnar! Was würde passieren, wenn ich einen von euch beiden umbringe? Wir sterben gemeinsam. Das ist nicht gut. Ich muss hier immer noch wegkommen. Du musst uns nicht umbringen. Stich sie einfach nur. Alles klar, dann steche ich einen von beiden. Ja, beide heulen auf, aber es gibt einen Ruck und die Beine zucken in Richtung Osten. Direkt auf das offene Meer, weg vom Land. Ihr verändert eure Position. Ich zeige das jetzt einmal auf der Karte. Ihr wart ehemals irgendwo bei Rulat und Tisal, seid in Richtung Norden gelaufen, gesprintet. Eure eigentliche Position war Valusa, aber dadurch, dass Paligan und sämtliche anderen Archenkapitäne das jetzt wissen, lauft ihr auf die offene See. So, dann machen wir weiter unten bei Yalan und Fiona. Mhm. Die Rotzen wären bemannt, allesamt. Gut. Ihr habt noch ein ploppendes Geräusch von unten gehört. Irgendwas ist da wohl im Unterdeck passiert, aber was genau wisst ihr nicht. Was treiben die eigentlich und warum gehen wir in die andere? Also fahren wir in die andere Richtung? Ich weiß es nicht. Hier ist die Kiste. Haltet das Deck. Wir gehen uns das mal ansehen. Hier ist die Kiste mit den Fahnen. Flaggen. Brauchen wir die noch? Können wir uns mal bitte auf einen Kapitän verständigen? Hier geht's alles drunter und drüber. Ja, ich wende mich kurz um, schaue über die Reling. Sind die noch irgendwie in Kommunikationsreichweite oder kommen die da irgendwann demnächst mal wieder hin? Oder? Ja, das hat jetzt ungefähr 5 Minuten gedauert. Ich würde mal sagen, ihr habt noch eine Meile Entfernung. Also ihr habt euch unglaublich schnell dem anderen Schiff genähert. Und ja, die kommunizieren wild und heftig und denen ist das wohl gar nicht so sehr recht, was ihr da macht. Die sind auch sehr verwundert, dass ihr abdreht und fragen euch einfach nur mit einer Fragezeichenflagge, was ihr jetzt vorhabt. Denn die wollen immer noch, eigentlich nur Kontakt mit euch aufnehmen. Gut, Polter da hinten, lasst Fahnen setzen. Notfall an Bord, können nicht kommunizieren, drehen ab. Ja. Gut, Fiona, was haltet ihr davon? Wir gehen mal in den Turm und schauen nach, was zur Hölle da oben vor sich geht. Ja, ich bin überrascht, wie gut ihr alles im Griff habt. Polter setzt anstatt zu spotten, könntet ihr helfen. Polter setzt jetzt hier an dem einen dämonischen Horn die Flagge, weil er nicht weiß, wo man das sonst macht. Es gibt kein Krähennest oder Ausguck. Beziehungsweise es gäbe natürlich auch noch hier diese Aufbauten, diese hölzernen, die könnte man dann hier und hier noch sehen. Da sind dann auch noch Rotzen und Geschütze, aber da geht er erstmal nicht rauf, nicht rein. Dann kann Fiona gemeinsam mit Yala nach oben rennen. Es sei denn, Fiona will unten bleiben. Nee, ich laufe da mal mit ihm, ja, muss ja irgendwie auf ihn aufpassen. Es wird die Treppe hochgestürmt, so weit, also so schnell die angestochenen Beine tragen. Bis ich irgendwann auf den ersten treffe, das müsste Evanarius sein, richtig? Ja. Ja, euer Gnaden, was geht hier vor sich? Ja, warum laufen wir nach Osten? Sie wissen Bescheid, die anderen Archen, wo wir sind und... Was? Wissen, warum? Woher? Legt euch erstmal ab. Da ist irgendwie ein Gegenstand, mit dem man wohl kommunizieren kann zwischen den Archen und ich habe das Schwert ergriffen und ich habe die Homeria erweckt. Ich weiß nicht, ob der Angriff noch abgebrochen werden kann. Ragnar hat das Schwert. Er ist nach oben gelaufen. Rindigian ist ihm hinterher. Sie sind auf dem Weg hierher. Wieso meinst du, ihr guckt jetzt sowas? Und warum hat er das Schwert? Bei Rajas blanken Titten. Wenn ich euch nicht alle grün und blau schlagen muss. Ich gehe die Treppe hoch. Wir müssen, ja. Ja, Lan, ich würde dich mal kurz zur Seite nehmen, sodass Ephadaus uns nicht hören kann. Ja, Ephadaus stürmt Brindigian und Ragnar hinterher. Fiona, was? Na, ganz im Ernst, auf diesem Schiff hier, da stimmt doch alles nicht. Ich meine, was ist, wenn sie einer Illusion oder wie das heißt, zum Opfer gefallen sind? Was, wenn sie irgendwas gesehen haben, was gar nicht da ist? Jetzt werden sie verrückt. Dieses Schiff ist doch dafür prädestiniert, uns alle verrückt zu machen. Wäre nicht das erste Mal, dass Wörlan nickt, also zuckt mit dem Kopf über die Schultern in Evanarius Richtung, eher Dinge sieht, die nicht ganz da sind. Ja, aber offensichtlich sagt er, dass es alle gesehen haben. Ich meine, vielleicht sollten wir dieses Ding uns mal anschauen und es vielleicht über Bord werfen, dann wissen sie nicht mehr, wo wir sind. Gut, tut ihr das? Ja.
Na gut, ich werde so lange Ragnar davon überzeugen, dass was auch immer er da oben tut, Blödsinn ist. Ich renn mal dahin, wo die das angeblich gesehen haben. Wohin möchtest du, Entschuldigung, nochmal? Wo die gerade alle herkamen und angeblich das gesehen haben, wo... Achso, du möchtest zum... Also was die anderen Archen mit uns verbindet, weil zum ich ja der Meinung bin, wenn das weg ist, dann verbinden wir nicht mehr mit denen. Aber ich habe gesagt, ein Gegenstand, also ich habe nicht gesagt, welcher das ist. Ja, ich renne auf jeden Fall mal dahin, wo die alle herkamen. Ja, einfache Sinnschärfeprobe, wenn du hast, Goldgier oder so. Wo ist denn? Sollte nicht allzu schwer zu finden sein, Ja, Gold, gesagt, ich auf 8. Zimmer eines eines Archenkapitäns. Ich hatte das ja schon einmal beschrieben. Es gibt ja auch ein paar schöne Tulpen, ein paar blaue Flockenblumen, alte Möbelstücke, allerdings sehr geschmackvoll, möchte man sagen. Sogar eine Hyazinthe, also eine Pflanze. Zierfische, Krabben, Seesterne, Meeresschnecken. Ein Tisch mit einer, das ist wohl sowas wie eine große Schriftrolle, die bisher noch nicht weiter untersucht worden ist. Du kannst ein großes Xylophon sehen aus verschiedenen Plankenteilen. Jeder eine andere Farbe, also höchstwahrscheinlich immer ein anderes Schiff, was es wohl mal gewesen ist. Und der Tisch. Der Tisch mit diesem kleinen, mit dieser kupfernen Schale, mit dem Wasser darin, was interessant leuchtet. Kommt mir hier irgendwas auf den ersten Blick sehr, sehr komisch vor, außer natürlich dieser Schale, was ich jetzt vielleicht irgendwie von meinen anderen Schiffsreisen nicht so kenne. Also wo ich jetzt echt sagen würde, dass es ungewöhnlich ist. Außer der Schale. Außer der Schale. Also hier befinden sich keine anderen merkwürdigen, zumindest auf den ersten Blick erkenntlichen, magischen Gerätschaften. Die würdest du dann eher unten vermuten. Du hattest ja auch schon das Zimmer gesehen von Iribalgur. Da waren allerlei magisches Krams und Zeugs, was du auf gar keinen Fall kennst. Das erinnert dich jetzt hier so ein bisschen an eine Blutschale von den Ottergaldre, den Runenzauberern auf den Schiffen, auf denen du mal warst, wo du dann vielleicht mal ein bisschen Blut reingeschmissen hast. Aber ansonsten... Ja, wenn es wirklich um die Schale ist, dann gucke ich mir auch die Schale natürlich mal an. Ja. Möchtest du reingucken oder möchtest du sie umstoßen? Wie hättest du es gern? Ich möchte erstmal gucken, ob das ist, was ich brauche. Also möchte ich schon drauf gucken. Also ob es so eine einfache Wasserschale ist, dann kann sie ja stehen bleiben. Es ist eine Wasserschale, die leuchtet. Das Wasser sieht unnatürlich aus. Ich fasse sie nicht an, aber ich gucke mal rein von oben. Und dann siehst du sie, die Plagenbringer. Und neben ihr... Die Goldmorgen-Tarantel, die unter der Wasseroberfläche auf euch zukrabbelt und euch von unten verschlingen kann. Und jedes andere Schiff. Da möchte ich gar nicht weiter reingucken. Ja, würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, erschwert um deine, erschwert um alle die Nachteile, die du irgendwie gerade hast und die relevant wären, erleichtert um Magieresistenz. Ja. Okay, Moment, 6-6, wäre ausgeglichen. Alles andere würde irgendwie nicht richtig ziehen. Neugier vielleicht. Soll ich mit Neugier erschweren oder? Ist Neugier nicht relevant? Eine Selbstbeherrschungsprobe. Dann gucken wir mal, wie viele Punkte übrig geblieben sind. Also Neugier wäre auch erschwert, ja. Das ist eine Erschwernis. Aber ich habe so viel über, guck mal. Wie viel hast du auf Neugier? Auf Neugier habe ich eine 8, dann habe ich die 6 Aberglaube und die 6 Magieresistenz, das hätte sich wieder ausgeglichen, deswegen wär's nur die 8 an Neugier, deswegen wär's noch so geschafft. Ja, du siehst eine fliegende Arche. Du siehst eine Stadt. Eine Stadt, die ungemein größer ist als die Plagenbringer, die sich so sehr langsam und träge bewegt, aber du kannst ihren Namen erkennen, die Stadt aus der Tiefe. Du siehst eine schwarze Borgkäfer, die in den Sümpfen haust. Und dann wendest du deinen Blick ab und du weißt, wie viel noch zu bekämpfen ist. Was für eine große Aufgabe vor euch liegt. Du schätzt die Zahl der Archen, die aktiv existieren und herumlaufen, die nur die dritte oder vierte Tochtergeneration sind und nicht weiter zurückliegen. 14 Stück hast du erkannt. 14 Archen, die verschiedenen Kapitänen gehorchen und die teilweise jetzt in eure Richtung unterwegs sind.
ich möchte mir die Schale packen, aber möchte gern was drum machen. Also irgendwie entweder mein Tuch. Da liegt immer noch das Tuch, was da wohl ehemals drauf lag, was Ragnar mal entfernt hat. Dann nehme ich das Tuch, pack die Schale mit dem Tuch, will mir noch die Rolle mitnehmen, die Dokumentenrolle, weil wenn die noch gar keiner, vielleicht ist ja eine Karte, man weiß es nicht, will die auf jeden Fall mitnehmen. Und dann will ich die Schale über Bord schmeißen. Gut. Das soll gelingen. Sorry, mein Charakter hat keine Ahnung von Magie. Ja, alles okay. Weg damit. Völlig okay. Du brauchst dann ein bisschen und bei voller Geschwindigkeit kannst du dann den 1000-Augen-Kelch entfernen. Gut. Derweil oben die vier Helden, Piraniane und Xyleste. Ragnar! Was tut ihr mit dem Boot? Ich ziehe uns zurück. Warum? Wohin? Ein Schattenwegbringer auf dem Weg hierher ist. Wer ist auf dem Weg hierhin? Darion Palligan. Wer ist das? Der Heptarch und die anderen der Blutigen See. Der Heptarch der Blutigen See ist Xeran. Was? Xeran, du weißt schon, der bucklige Mann in seinem Turm aus Gold. Weil ich weiß, ist das der Heptarch von Mendena. Oberische See, Piratenküste, schon mal Um Himmels Willen, gebt mir dieses Drecksschwert und bringt uns wieder auf Kurs. Was wollt ihr denn tun? Es irgendwo hinbringen, wo ihr eure Griffel nicht mehr dran kriegt. Es sind mindestens... Ja, du kannst das Schwert nicht anfassen. Ich will es nicht anfassen, ich will es einschlagen und wegschließen. Es sind mindestens 3 Dämonen-Eichen auf dem Weg hierher. Dann sind wir wohl besser schnell in Valusa, wo das Effarthorn liegt. Aber wir werden abgefangen auf dem Weg dorthin. Woher wisst ihr das? Wer erzählt euch? Hört nicht auf das Schiff! Gestikuliert wild in Richtung der beiden, die sich vermutlich dann Spaß draus machen. Das Schiff lügt euch bei jeder Gelegenheit an. Und wenn es das nicht tut? Dann werden wir das schon sehen. Ihr könnt Dämonen nicht trauen. Ich glaube, ihr habt recht. In Valusa, wenn wir in Reichweite kommen und eine andere Arche da ist, dann können mit dem Horn beide gelähmt werden. Ich hoffe, die Bewahrerin, sie weiß inzwischen, wie man das Horn bläst. Hoffentlich, ansonsten sind wir wohl besser schneller an Land und bringen euch in den Tempel. Aber wenn die anderen Archen auf dem Weg nach Valusa uns den Weg abschneiden, ja, dann es war nicht das Schiff, was es uns gesagt hat, es war diese Schale. Welche Schale? Palligan und die anderen 8 Kapitäne, sie haben gesehen, wo wir sind. Warum schaut ihr in seltsam herumliegende Schalen? Ihr seid doch der Magier. Erzählt mir was davon. Was hat ihr noch gesagt? Ach ja, fasst nichts an! Ich hab nichts angefasst. Ich hab nur hineingeguckt. Man muss doch wissen, was man jetzt hier zu tun hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Schale eine Verbindung zwischen den verschiedenen Dämonenarchenkapitänen hat. Und die wussten, wo wir unterwegs hin sind. Woher wusstet ihr, dass die das wussten? Könnt ihr mit diesen Schalen auch in ihre Gedanken blicken? Scheinbar kann man es, ja. Und wie... Ich habe eine 200 Meter große Dämonenarche gesehen, die auf dem Weg hierher ist, die von Seeschlangen getragen wird. Das gleiche habe ich auch gesehen. In deinem Kopf wuseln noch andere Namen umher. Die Wurzelkaiserin. Die Boransdorn. Das ist das Exemplar, was du in Boran gesehen hast. Neben der Gezeitenspinne, auf der ihr euch befindet, die Dabukta. Du kennst alle ihre Namen. Und ihr Name ist Legion. Und sie sind viele. Und sie sind einer von euch. Gut, besinnen wir uns doch einen Moment lang auf den Sinn des Tugenden. Diese Archen sind also hinter uns her, ja? Richtig. Und sie sind größer und schneller als wir, ja? Das kann ich nicht beleuchten, ja. Gut, wie glaubt ihr denn also, dass aufs offene Meer hinauszufahren unsere Lebenszeit bedeutend verlängert? Nun, sie wissen nicht, dass wir auf offenem Meer unterwegs sind. Wir fahren Richtung Osten. Osten gibt es nichts, außer was auch immer dort ist. Wasser, aber sie wissen nicht, dass wir in diese Richtung unterwegs sind. Sie sagten doch gerade, sie wissen, wo wir sind und kommen. Sie wussten von unseren derzeitigen Plänen. Solange wir nicht wieder in die Schüssel gucken, ist alles gut. Dann dreht um und fahrt nach Beilung. Nach Beilung, ja? Nach Beilung. Wenn irgendwo diese Drecksarchen uns nicht kriegen können, dann da. Nur von mir aus, ja. Dann würde ich jetzt den Befehl geben, Kurs Süd. Südwest. Wo genau befinden wir uns gerade? Ich schaue mal Jalan an. Fragend. Irgendwo vor 100. Ja, Süd.
Hat nach Süden, bis wir Maraskan erreichen, der Rest wird sich geben. Ja, ja, genau. Würfelt mir mal eine Orientierungsprobe. Ihr könnt alle zusammenlegen, sie ist für jeden von euch um 10 Punkte erschwert und ihr braucht mindestens 20 Punkte. Okay, ich habe 8. Ich habe 9. Ich habe 6. Soll ich da wirklich würfeln? Ich glaube, das wird nichts. Schlimmer werden kann es nicht. Vielleicht auch doch. Ja, Doppel 1 wäre natürlich auch drin, aber das ist eine 10-10. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid. Irgendwo vor Rulat, irgendwo um euch herum ist der Strudel. Jetzt müsste man wohl wissen, wo ungefähr Beilung ist. Ihr seid noch nie drin gewesen. Mal vielleicht dran vorbeigefahren. Also vor allem Ragnar und Jalan, Ephadaios, auf der Seeadler damals. Aber wie erreicht man diese Stadt? Kann ich eine Geografieprobe würfeln? Geografie, ja, das würde ich zulassen. Schwert um 5, um die Position von Beilung zu kennen. Ich würde gerne Chippy für die 20 würfeln. Ja. Dann hätte ich 7. Mhm. Ne, 9 Punkte. Ich gebe euch mal einen groben Radius vor. Also mir reicht so lange, ich weiß, dass ich Richtung Süden muss. Ja, gut, okay. Wir müssen an Rulat und Tisal vorbei. Also, ja, wir wissen nicht, während mal ihr genau, gerade wo euch sind, streitet, wir nach Beilung kommen. Während ihr euch gerade streitet, ihr fahrt wohl die Xeraner, die euch eigentlich unterstützen wollten oder nachfragen wollten, was so Phase ist, habt ihr mittlerweile komplett aus den Augen verloren. Ihr befindet euch auch auf einer See und dann kommt Fiona mit einem sehr abgehetzten, hechelnden Blick nach oben und steht inmitten des Steuerbaums. Ach, Preis sei Dank, Fiona, bitte, prügelt ihnen ein wenig Sinn und Verstand ein. Also dieses Ding ist auf jeden Fall weg. Ich hab's entsorgt. Jetzt wissen wir zwar nicht, wo sie sind, aber sie wissen auch nicht, wo wir sind. Hoffentlich. Gut. Ich habe auch noch was gefunden. Ich würde mal das Dokument aus der Tasche holen und mir das mal angucken, Flossi. Ich muss gerade gucken. Tulamidisch. Und zwar Urtulamidisch. Kann ich natürlich lesen als Torvalan. Das ist doch klar. Ja, ich gucke mir das an. Keine Ahnung, was da steht. Ah, kann das jemand lesen? Halt's mal in die Runde. Vermutlich Brindisian. Was ist denn das? In welcher Sprache ist es denn geschrieben? Keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Sieht aus wie irgendein Gekrakel aus dem Süden. Ja, ja, zeig mal her. Ja. Du überfliegst den Text und kannst ihn natürlich auch laut vorlesen, wenn du willst. Kurz zusammengefasst, es handelt sich dabei um eine Vision von Yamas ibn Murati, Fasarasea, irgendwann um 4. Jahrhundert vor Hal. Dieses Ding ist 600 Jahre alt. Ich sehe Bäume, 20 Klafter lang, 5 Klafter hoch und 4 Klafter breit, die auf 8 Wurzeln über das Wasser wandeln. Sie sind nicht von Kiefernholz, nicht von Zedernholz, nicht von Zypressenholz. Borke glänzt im stillen Wasser, Astlöcher lamentieren und locken, knarrende Zweige erheben sich anklagend über die blutigen See. Ephritim werfen Schatten in die Himmel, ich sehe die Archen der Niederhölle. Ich sehe, wie sie wuchern und ihr Holz treiben lassen in alle Meere, umherkrabbelnd und wachsen. Ich sehe, wie sie, groß geschwollen wie die Sphinx von Fasar, ihre Wurzeln ins Meer und im Wasser treiben lassen und alle Wasser vertrocknen und alle Fische ersticken lassen. Ich sehe, wie ihre Blätter das Land, die Berge und die Himmel bedecken und alles Getier und alle Vögel des Himmels verenden und alles Fleisch wird begraben und es wird kein Gut und kein Böse mehr sein. Ich sehe, wie sie den Weltenkreis bestellen, für den großen Baum im Götterschwert, mit dem sie sich vereinigen und ihre Rinde umkehren. Ich habe Saat, Knospen und Ernte gesehen, und so wird es geschehen, so ist es geschehen, in 600 Jahren.